Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Woche im Kabeljournal, Ihrem Regionalfernsehen. In der letzten Woche dachte ich, es wird Frühling, aber heute sieht es mehr aus nach Herbstidyll. Nichtsdestotrotz geht es jetzt los mit unserem ersten Beitrag. Vom 2. bis 4. September 2016 findet in Limbach-Oberfrohna das größte sächsische Volksfest, der Tag der Sachsen, statt. Und was im Vorfeld schon alles getan wird und wie weit man mit der Planung ist, das wollten wir wissen. Und deshalb sind wir nach Pleisa gezogen, ins Organisationsbüro und haben dort Ina Klemm getroffen. Ina, schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest heute. Das größte sächsische Volksfest zu organisieren ist sicherlich eine Herausforderung für die Stadt und für dich auch. Was ist denn alles geplant? Der Tag der Sachsen ist das größte sächsische Volksfest. Also das gesamte Festgebiet wird eigentlich für die Besucher ein riesengroßes Volksfest sein mit Riesenrad, mit allen möglichen Ess- und Getränkeboten. Die ganze Stadt Limbach wird leben. Wir werden an dem Wochenende um die 250.000 bis 300.000 Besucher haben und werden ein riesengroßes Fest mit allen gemeinschaftlich feiern. Ina, wenn du sagst, ganz Limbach gehört dazu, gehören dann auch die Ortsteile mit dazu? Wir planen die Ortsteile im Festgebiet natürlich vorzustellen. Wolkenburg, Kaufung, Rußdorf, Kendler auf jeden Fall. Allerdings das eigentliche Festgebiet wird der Stadtkern von Limbach-Oberfrohna sein, also der Dürreplatz bis zum Tierpark oder aber auch Penigerstraße bis hin zum Rathaus, sind so die Ausläufer. Das ist eine ganze Menge Arbeit, die da auf dich zukommt. Brauchst du da noch Helfer und wenn ja, wo können sich denn Helfer melden? So ein Fest wie der Tag der Sachsen, der wird natürlich nicht einfach in einem Projektbüro konzipiert oder in der Stadtverwaltung organisiert, sondern so ein Fest lebt und arbeitet natürlich mit den Ideen der Bevölkerung. Das heißt also, dass wir schon jetzt dankbar sind für alle Ideen und Anregungen, die von den Vereinen kommen, die auch aus der Bevölkerung rauskommen. Das ist das, was wir jetzt schon sammeln können unter tagdersachsen@limbach-oberfrohna.de können also jetzt schon per E-Mail verschiedene Ideen an uns gesandt werden. Da gibt es auch ein Interessenformular schon auf der Limbach-Oberfrohna-Seite unter dem Link Tag der Sachsen findet man dort einige Informationen und diese Ideen natürlich gerne zu uns. An dem Festwochenende selber sind viele, viele, viele Helfer gefragt und auch da, wenn Interesse besteht, sehr gerne schon jetzt bei uns melden. Wir setzen uns dann mit den Helfern in Verbindung. Ina, 250 bis 300.000 Menschen in Limbach-Oberfrohna. Wo sollen die denn alle parken und wird es einen Shuttle-Service geben? Wir sind jetzt schon im Gespräch mit den Verkehrsbetrieben und natürlich auch mit dem Verkehrsverbund Mittelsachsen, die für dieses Festwochenende einen eigenen Fahrplan für uns entwickeln werden, der die Leute dann mit dem öffentlichen Nahverkehr hierher bringt. Aber wir haben in Limbach-Oberfrohna keinen eigenen Bahnhof. Das heißt also, dass auch die Bahnhöfe rundherum in Burgstedt, in Hohenstein-Ernsthal, in Chemnitz separat beschattelt werden, sodass die Leute auch mit der Bahn zum Tag der Sachsen reisen können. Auf der anderen Seite haben wir Großparkplätze geplant rund um Limbach, alle so ein bisschen in Autobahnnähe. So als Hausnummer bloß mal so zur Vorstellung, man braucht etwa 15.000 Parkplätze, die den Besuchern zur Verfügung stehen. Und die haben wir, da sind wir schon mit Parkplatzbewirtschaftern im Gespräch. Wir sind auch schon mit Bewirtschaftern von Feldflächen im Gespräch, die uns diese Parkplatzmöglichkeiten zur Verfügung stellen werden. Und die werden dann separat nochmal von den Verkehrsbetrieben beschattelt werden. Nun ist es ja der 25. Tag der Sachsen. Gibt es da irgendwie ein besonderes Highlight? Ja, 25. Tag der Sachsen, das Jubiläum wird in Limbach-Oberfrohna gefeiert. Gemeinsam mit der Staatskanzlei, die ja die obere Schirmherrschaft über den Tag der Sachsen haben, sind wir im Moment schon im Gespräch, wie wir dieses Jubiläum besonders feiern werden. Und da gibt es natürlich Überlegungen, gerade die 24 Vorausrichterkommunen, die den Tag der Sachsen bisher gefeiert haben, in einem besonderen Rahmen hier einen Platz zu geben. Ina, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Zuschauer, Ihnen verspreche ich bleibe am Ball und vielleicht erfahre ich beim nächsten Mal schon das eine oder andere Highlight. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ja, ich möchte auf jeden Fall nochmal dazu einladen, gerne alle Ideen und Anregungen für den Tag der Sachsen schon an uns. Die E-Mail-Adresse hatte ich ja schon genannt, aber unter www.limbach-oberfrohna.de gibt es schon einige Details auch zum Tag der Sachsen und dort gibt es sicher auch das Bewerbevideo anzuschauen.
Zum Anbeißen. Die knackig frischen Apple-Überraschungen bei Rico Möbel. Exklusiv zur Eröffnung nach Umbau gibt's beim Küchenkauf ein iPhone, iPad oder MacBook geschenkt, je nach Küchenwert. Dazu können Sie bis zu 12% Rabatt auf das weitere Wohnsortiment würfeln. Zum Anbeißen. Diesen Freitag und Samstag bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße unterhalb Schloss Hoheneck. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Was alles los war im Sendegebiet und in Ihrer Region, das erfahren Sie jetzt in unseren Wochensplittern. In großer Runde gemütlich zusammensitzen, das kommt im Frauenzentrum in Hohenstein-Ernsthal nicht oft vor. Denn es gibt immer viel zu tun. Am 11. März nahmen sich die Frauen die Zeit, um zu feiern. Nachträglich den 8. März, den Frauentag, der schon seit über 100 Jahren international gefeiert wird. So auch im Frauenzentrum in Hohenstein-Ernsthal, das jedes Jahr anlässlich des besonderen Tages eine Veranstaltung durchführt. Und manchmal mit großem Programm, heute mit kleinem Programm. In diesem Jahr mit kleinem Programm, weil man sich einer anderen Veranstaltung anschloss. Die durch die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Zwickau durchgeführt wird, um eben auch alle Frauen des Landkreises zu würdigen, ihnen Dank zu sagen und die Möglichkeit zu geben, an so einer festlichen Veranstaltung teilzunehmen. Die Frauen, die im Frauenzentrum mitarbeiten, sind hauptsächlich für Frauen tätig. Es werden verschiedene Veranstaltungen auf die Beine gestellt, Kurse angeboten und es gibt ebenfalls einen Warenkorb. Das heißt also, wir geben wöchentlich an Bedürftige Waren des täglichen Bedarfs aus, die sie dringendst auch mitbrauchen. Es handelt sich dabei um rund 600 Personen, darunter eben auch eine große Anzahl an Kindern. Wir sind dabei ambulant tätig und wir helfen natürlich auch Menschen, was wir in letzter Zeit aufgebaut haben, die in Not gekommen sind. Nicht nur Frauen, sondern es sind auch oftmals jüngere Menschen, die Hilfe und Unterstützung unsererseits brauchen, die sich dann an uns wenden und sogar bei uns unterkommen können. Sich bei den Frauen, die sich ehrenamtlich für andere engagieren, zu bedanken, dafür gibt auch der Frauentag Anlass. Die Bedeutung dieses Tages ist allerdings weitreichender. Die Bedeutung des Frauentags, dass wir als Frauen nicht nachlassen dürfen, einmal auch um unsere Rechte zu kämpfen, um unsere Gleichstellung zu kämpfen. Wir haben es ja erst auch in der Zeitung gelesen, dass Frauen ja immer noch weniger verdienen als Männer. Dafür hat der Bundestag aber nun eine Frauenquote beschlossen. Wo also auch Frauen jetzt noch bessere Chancen sollen erhalten, in leitende Positionen zu kommen. Und das bereits 57 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes über die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Miteinander reden, das muss die Devise sein. Dazu fordere ich Europa, Bundes- und Landespolitiker auf. Ich werde auch meinen ganz persönlichen eigenen Beitrag leisten, um meine 54 Facebook-Freunde, die bei Pegida die Fächer gedrückt haben, zu einem persönlichen Dialog einladen.
Hainichens Stadtoberhaupt Dieter Greisinger hatte es zum Neujahrsempfang versprochen und er hat Wort gehalten. Am 6. März waren mehr als 30 Pegida-Sympathisanten seiner Einladung in die Gaststätte Wintergarten gefolgt. Der Bürgermeister musste sich aber nicht allein der Diskussion stellen. Mit der Europaparlamentarierin Konstanze Krehl, der Bundestagsabgeordneten Simone Raths und dem Mitglied des Sächsischen Landtages Henning Hohmann bekam er prominente Unterstützung. Viele im Publikum waren auf den islamkritischen Kundgebungen in Dresden gewesen. Sie verwahrten sich aber dagegen, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Gefordert wurden klare Regeln für Zuwanderung und die Verhinderung von Asylmissbrauch. Kritik hagelte es an der Berichterstattung in den Medien. Und wenn 35.000 Leute auf die Straße gehen, dann kann natürlich irgendein Glatzkörper oder zwei sich drunter mischen. Und der wird dann von der Presse rausgepickt und dann wird es geschrieben. So, und ich bin bestimmt... Nicht nur über Zuwanderung wurde in Hainichen diskutiert. Themen wie der Umgang der EU mit Russland oder die wenig transparenten Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit den USA wurde von den Gästen ebenfalls angesprochen. Bei der emotional geführten Debatte wurde schnell klar, dass die Pegida-Sympathisanten in der Protestbewegung eine Möglichkeit sehen, sich bei der großen Politik Gehör zu verschaffen. Die Politik steht nicht mal am Volk. Die steht für fremde Interessen. Es funktioniert was nicht mehr in dem Staat. Wir haben weder ein Mitspracherecht, bei uns gibt es überhaupt keine Volksabstimmung mehr. Ich glaube, bei allem Ärger müssen wir uns alle miteinander ein Stückchen ändern. Kommunikation heißt miteinander reden. Das Die Veranstaltung in Hainichen war da schon mal ein guter Anfang. Dass man schon im Vorfeld rege Plätze reserviert, das ist heutzutage bei Lesungen nicht unbedingt üblich. Zur Lesung am 9. März in der Stadtbibliothek Limbach-Oberfrohna waren ganz viele Plätze reserviert. Zu Gast war U.S. Levin, ein Autor, der hier schon viermal seine Bücher vorstellte. Und ich muss auch sagen, also jede Veranstaltung, die hier stattgefunden hat, wurde auch immer sehr gut besucht. Es ist natürlich von Mal zu Mal immer besser geworden. Und man hat hier ein sehr schönes Publikum, also die gehen mit, die haben ihren Spaß und macht eigentlich Spaß, hier Veranstaltungen durchzuführen. Auch zur fünften Lesung hatten der Autor und das Publikum wieder viel Spaß. U.S. Levin stellte sein neues Buch 6 vor 12 vor, ein Buch über Beziehungsgeschichten, die Levin wie seine anderen Geschichten satirisch aufbereitete. Natürlich sind da nicht nur das Thema Sex, was da eine Rolle spielt, das sind natürlich auch belanglose Alltagsgeschichten, die sich zwischen Frau und Mann eben abspielen, wo eben nicht unbedingt Sex jetzt als im Vordergrund als Problem dasteht. Ja, aber ich habe natürlich zur Lesung natürlich die Geschichten rausgesucht, die natürlich auch dem Titel am ehesten gerecht werden. Dass der Autor aus Markleberg satirische Beziehungsgeschichten als Buch herausbringt, ist etwas neu. Man schreibt ja, wenn man so wie ich jetzt Satire schreibt, legt man sich ja nicht auf einen Punkt fest oder auf ein Thema. Mein Thema war ja die letzten Jahre immer diese Arztgeschichten. Na, da gibt es ja auch einige Bücher dazu. Und die sind auch beim Publikum immer sehr gut angekommen. Die Bücher sind auch sehr gut gelaufen. Aber das hat mich dann am Ende auch nicht mehr befriedigt, wenn man immer nur über Ärzte und Krankenhaus und Patienten schreibt. Und natürlich hat man dann auch andere Themen, die dann so sukzessive sich ansammeln, die Geschichten im Laufe der Zeit, sodass eben jetzt der Punkt gekommen ist, dass ich gesagt habe, so das nächste Buch muss mal halt was anderes sein. Das andere kam beim Publikum in Limbach-Oberfrohna sehr gut an. Wahrscheinlich, weil der Irrsinn des Beziehungsalltags niemanden fremd ist. Naja, das ist ja jetzt nicht immer so, dass man unmittelbar, ich sag mal, aus seiner eigenen Beziehung schöpft. Das sind ja viele, viele Quellen, die man da hat. Sei es, dass man mit einem Freundeskreis, wo man, wenn man über solche Sachen spricht, sei es in der Zeitung, dass man was liest, dass man irgendwie auf alle Probleme stößt. Im Fernsehen, über andere Medien, wo man dann eben Anregungen bekommt, dann wieder neue Geschichten daraus entwickelt. Besonders viel Stoff bieten die unterschiedlichen Ansichten, die ja immer irgendwo unweigerlich zu Missverständnissen führen. Und das sind ja eigentlich die Aufhänger, die man, wenn man Satire schreibt, auch nimmt und sein Brot da findet, also seine
Grundlagen hat, um neue Geschichten zu entwickeln. Mit 6:12 beweist U.S. Levine einmal mehr, dass er die satirische Erzählkunst brillant beherrscht, auch wenn es etwas neuer um Beziehungsgeschichten geht. Es ist ja nicht nur ein neues Buch da, es ist ja auch in einem neuen oder in einem anderen Verlag, es ist kein neuer Verlag, es ist jetzt beim Mitteldeutschen Verlag erschienen, das ist ein großer Verlag, ein alter Verlag, der auch eine schöne und lange Tradition hat. Bin ich auch eigentlich sehr froh, dass das dort herausgebracht worden ist, hat neben einem sehr schönen Cover, die haben wieder den Peter Dunsch, der ja auch meine vorangegangenen Bücher begleitet hat, gewinnen können, der eine sehr markante Handschrift als Zeichner hat, der das auch sehr gut in Szene setzen kann. Und die haben das Buch, und das ist natürlich sehr schön, die Illustrationen sind hier alle in Farbe. Also das Buch ist im Vierfarbdruck hergestellt worden, sodass das natürlich nochmal eine ganz schöne Reiz erfährt, eine schöne Aufmachung hat. Und denke mal, das ist ein ganz gelungenes Buch geworden. Also bin ich sehr zufrieden mit. Das Publikum in Limbach-Oberfrohna war ebenfalls zufrieden. Es wurde an dem Abend bestens unterhalten. Gegen eine sechste Lesung in der Stadtbibliothek gibt es sicher keine Einwände. Zumal das Leben viele satirische Geschichten schreibt, die erzählt werden wollen. Und U.S. Levine hört man gern zu. Kein Mensch erzählt etwas in der Gegend herum, von dem es jeder wissen darf. Also, zu niemandem ein Wort. Mit einem Steinzeitinstrument wanderte am 5. März Erik Kneschke tönend um aus Ton hergestellte Steinzeugkunst in der Burgstädter Galerie Art Forum. Hier eröffnete die Galerieleiterin Rosemarie Drews die neue Ausstellung, die Rauchbrandkeramik des Kolditzer Keramikers Wolfram Boden zeigt. Der widmet sich seit 25 Jahren dem Schwarzbrand. Es ist sozusagen ein Reduktionsbrand nach dem Brennen im Elektroofen, wird also die Keramik nochmal dem Rauch ausgesetzt, entweder in einer Sägemehltonne oder einfach mit Papier kann man räuchern und Rauch dringt in die Oberfläche ein und verändert die doch steril wirkende Platte oder das Gefäß, was eben aus einem Elektrobrand doch noch ziemlich roh, will ich mal sagen, rauskommt. Die Möglichkeiten des Zufalls sorgten dafür, dass Wolfram Boden sich intensiver mit der Rauchbrandtechnik beschäftigte. Faszinierend ist wirklich die Veränderung von einem recht simpel wirkenden oder einfach wirkenden Gefäß, wenn dann einfach Leben eingehaucht wird durch die Flamme oder den Rauch. Das ist eigentlich das, was mich an dem Schwarzbrand interessiert. Für das Einhauchen von Leben mit dem Rauch gibt es verschiedene Techniken. Ich kann die Keramik in Sägemehl einbetten. Das wird dann abgedeckt. Das Sägemehl räuchert nach unten. Da kann ich natürlich nicht allzu groß eingreifen, was die Gestaltung betrifft. Ich muss dann das akzeptieren, was die Natur sozusagen produziert. Und ich habe dann später verschiedene Techniken entwickelt, um also ganz gezielt Schwarzfärbung zu machen. Da arbeite ich also mit einem Abdeckschlicker, den ich ganz präzise einsetzen kann, um ganz bestimmte Stellen auf dieser Keramik schwarz zu färben. Ich kann sogar ganz unterschiedliche Schwarzstufungen erreichen, indem ich also manches intensiver räuchere als andere Bereiche. Und das macht es eigentlich interessant. Stellte der Keramiker anfänglich nur einfache Gefäße her, so hat er mittlerweile seine eigene Formsprache entwickelt. Ganz, spezielle Formen, wo ich ziemlich lange arbeite und ausprobieren muss, bis dann die Sache perfekt und gut für mich ist. Ich sitze also in einer, mittelgroßen Dose durchaus 14 Tage, bis sie dann soweit ist zum Brand. Und nach einer gewissen Zeit, nach einigen Jahren, ist dann irgendwie, ich kann es gar nicht so genau sagen, der Wunsch auch gekommen, mich anders zu äußern, indem ich also Ideen auf Wandplatten sozusagen projiziere und habe dann angefangen, mit größeren Flächen zu arbeiten.
Über die Techniken von Wolfram Buden wollten viele, die sich ebenfalls intensiver mit der Keramikkunst beschäftigen, Näheres wissen. Der Keramiker gab den ganzen Abend bereitwillig Auskunft. Für Keramikkunst interessieren sich allerdings nicht nur Keramiker. Auch Künstler, die vornehmlich andere Sparten bedienen, mögen das aus Ton gefertigte Steinzeug. So verwundert es nicht, dass zur Ausstellungseröffnung viele bekannte Künstler aus der Region begrüßt wurden. Wer die Eröffnung verpasst hat, kann noch bis zum 3. Mai die Rauchbrandkeramik von Wolfram Buden in der Burgstädter Galerie Art Forum in Augenschein nehmen. Pena Justo Luis Suarez ist Schlagzeuglehrer und gebürtiger Kubaner. Er und seine Schüler sorgten für den passenden musikalischen Rahmen bei der Eröffnung der Ausstellung Utopien leben, Vivir Utopias, in der Musikschule in Flöha. Gezeigt werden Bilder von kubanischen Künstlern, die an den Gemeinschaftsprojekten mit der Oederaner Volkskunstschule und der Turmgalerie Augustusburg beteiligt waren. Viele Bilder, die hier zu sehen sind, waren schon mal in der Turmgalerie in Augustusburg ausgestellt. Die Künstler haben die einfach hier in Deutschland gelassen. Und viele Bilder, die in den Fluren der Musikschule zu sehen sind, die bisschen kleineren Bilder, die wurden auch als Gastgeschenk hier gelassen oder haben wir angekauft. Und die wurden noch nicht öffentlich gezeigt, die sind jetzt zum ersten Mal hier auch zu betrachten. Und in dem schmalen Flur kann man auch mal kleinere Bilder zeigen, das passt alles sehr gut. Der Kontakt der Oederaner Volkskunstschule zu den kubanischen Künstlern besteht schon seit vielen Jahren. Ein weiteres gemeinsames Projekt ist aber noch nicht in Planung. Seit 2008 gab es insgesamt 4 Reisen, also 2 nach Kuba, 2 von den Kubanern nach Deutschland. Wir haben unsere Kulturen gegenseitig kennengelernt und gemeinsame Projekte gemacht. Wir haben jetzt erstmal so einen Stand erreicht, der erstmal wünschenswert war. Es ist allerdings nicht möglich, so ein Projekt jetzt über viele Jahre in so einem Kontext, wie die Volkskunstschule arbeitet und auch die Turmgalerie wirklich jedes Jahr durchzuziehen. Da ist der Kraftakt einfach zu groß, immer wieder das Geld zu organisieren, immer wieder die persönlichen Ressourcen anzuzapfen. Und da haben wir jetzt erstmal gesagt, so, wir machen jetzt erstmal keinen Plan weiter. Die meisten der Bilder, die in der Musikschule in Flöha ausgestellt sind, können käuflich erworben werden. Und das zu einem sehr guten Preis. Natürlich sind die Bilder alle sehr günstig, also ohne Zweifel. Aber man darf nicht vergessen, dass unsere Währung für die Kubaner einen riesen Wert bedeutet. Also auch wenn das Bild sehr günstig verkauft wird, ist das für die schnell ein Monatseinkommen, also ein Jahreseinkommen. Da freuen die sich natürlich. Zu sehen sind die Bilder noch bis zum 17. Mai in der Musikschule Flöha, Bahnhofstraße 8a. Alex. Das Racing-Team Germany startete am 6. März offiziell in die neue Saison, traditionell mit einem Pressegespräch am Sachsenring. Neben den Pressevertretern fanden sich ebenso viele Fans in der Event- und Karthalle des Verkehrssicherheitszentrums ein, um zu erfahren, was das Rennteam für 2015 plant. Einiges wurde bereits zum Saisonabschluss 2014 bekannt gegeben. Unter anderem, dass der Schotte John McPhee auch in der neuen Moto3 WM-Saison für das Racing Team Germany starten und der Franzose Alexis Maspou den Spanier Efren Basquez ersetzen wird. Also ich glaube, zum John braucht man nicht viel zu sagen. Der hat voriges Jahr den Sprung an die Spitze geschafft. Er ist voriges Jahr ums Podest und um die Siege mitgefahren. Hat ab und zu ein bisschen das Glück gefehlt. Alexis Maspou hat voriges Jahr einen Sieg eingefahren, auch auf dem Podest gestanden mehrfach, sieht man, dass wir auf jeden Fall da gut mit dabei sind. Ich glaube, dass alle beide ihren Weg gehen werden. Das Jahr 2014 gehört zu den erfolgreichsten des Teams, das der einstige WM-Fahrer Dirk Heidolf 2008 gemeinsam mit Sponsoren gründete. Noch nie war das Racing Team Germany so nah am WM-Titel dran wie in der letzten Saison, in der Basquez in der Gesamtwertung einen 4. Platz für das Team einfuhr. An die Erfolge der Vorsaison soll 2015 angeknüpft werden. Ich denke, dass wir eine gute Fahrercrew haben, dass wir gute Mechaniker haben, dass wir gute Technik haben. Wir müssen die Tests halt, die letzten, die jetzt offiziell noch sind, müssen wir so ausrichten und beenden, dass wir alles durchtesten. Und dann denke ich, dann sind wir gut dabei. In Katar werden wir, da wenn die schwarz-weiß-gerade Flagge fällt, werden wir sehen, wo wir stehen. Ja.
Auf Podestplätze zu fahren ist selbstverständlich oberstes Ziel, auch für den Schotten John McPhee. Auf die Frage des Moderators Ron Ringgut, ob er bei seiner ersten Podiumsplatzierung mit Schottenrock durch das Fahrerlager laufen wird, war die Antwort klar und deutlich. Man darf sich also in zweierlei Hinsicht auf den ersten großen Erfolg des Schotten freuen. Alexis Maspou hatte bereits das Vergnügen, ganz oben zu stehen. Seinen ersten GP-Sieg holte er 2014 in Brünn. Klar, dass es bei dem einen Sieg nicht bleiben soll. Die Weltmeisterschaft zu gewinnen, ist sein Ziel. Wenngleich er weiß, dass auch andere um den Titel kämpfen. Im Januar verlängerte das Racing Team Germany den Vertrag mit dem Oberlungwitzer Max Kappler. Max fährt die neue Junior World Championship, also die Nachwuchsweltmeisterschaft. Und er wird auch, glaube ich, eine deutliche Steigerung im Gegensatz zum letzten Jahr hinlegen. Ja. Dazu kommen noch 3 bis 4 Wildcard-Einsätze hier natürlich am Sachsenring. Dann ist noch Brünn angedacht und Silverstone. Und vielleicht noch einer. Von Zielen her einfach Spaß haben. Und einfach mich perfekt für 2016 vorbereiten, dass ich dann so weit bin, dass ich dann Fixstarter in der Motorradweltmeisterschaft sein kann. Auf dem Sachsenring zu starten ist für den Oberlungwitzer Rennpiloten nach wie vor etwas Besonderes. Auf jeden Fall das Heimrennen, super Atmosphäre, einfach nur ein geiles Gefühl und Spaß. Die Motorradsportfans dürfen sich auf die Saison 2015 freuen, in der das Racing Team Germany wieder kräftig mitmischen möchte. Ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass wir voriges Jahr mit einer vorsichtig und bescheiden ausgedrückten oder bescheidenem Ausdruck mit einer kleinen Mannschaft die Großen geärgert haben. Das ist wieder unser Ziel, dass wir die Großen dieses Jahr wieder ärgern. Für ein neues Lebensgefühl. Funktionen, die faszinieren. Für das perfekte Dinner. Für beste Nächte. Mit Details, die begeistern. Liva ist die exklusive Wohnmöbelkollektion speziell für Garant Gutes Wohnen Fachhändler. Überzeugen Sie sich von dem geschmackvollen, bezahlbaren Sortiment bei Reco Möbel in Stolberg. Für preiswertes High-Speed-Internet im Fernsehkabel. Surfen Sie mit Höchstgeschwindigkeit durchs Web. Sichern Sie Daten auf entfernten Surfern. Erleben Sie Fernsteuerungen in Echtzeit. Spielen Sie mit einem Superping. Sonderkonditionen und mehr Teilnehmeranschlüsse sind möglich. Telefonieren Sie sicher und in bester Qualität, natürlich mit kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Beachten Sie unsere Kombi-Flat-Angebote.
Weitere Infos finden Sie auf www.satt-kabel-online.de. Achtung Kabelanlagenbetreiber! Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot zur Providerlösung für Internet und Telefonie auch in Ihrer Anlage. Rufen Sie an 03724 66650. Heute wieder bei uns im Programm unsere Semmelmilder, denn die Saison der Unkräuter ist eröffnet. Ich habe schon mal ein Gänseblümchen gefunden und was man alles damit anstellen kann, das verrät Ihnen jetzt unsere Semmelmilder. Willkommen in der Unkrautapotheke. Ja, meine lieben Fernsehzuschauer, jetzt sind wir schon am Ende unserer Serie, die Unkräuteln behandelt und wo ich euch doch nun gezeigt habe, dass viele Unkräuter sehr, sehr wertvolle Wildkräuter sind, die uns Menschen nützen. Ganz zum Schluss habe ich euch noch was sehr Schönes mitgebracht. Guckt mal, ein Gänseblümchen. Das Blümchen ist eine ganz wunderbare Wildpflanze, teilweise beachtet und nicht beachtet von unseren Leuten. Sie ist mineralienhaltig, vitaminreich, sehr vitaminreich, hat pflanzliche Eiweiße, ist schmerzstillend, ist entzündungshemmend und verdauungsfördernd. Und außerdem, meine Lieben, schmeckt sie wunderbar im Wildsalat. Und ein Gänseblümchen dürft ihr richtig zu lang und feste futtern. Und damit sage ich Tschüss, meine lieben Fernsehzuschauer. Wer kennt es nicht, das kleine, süße Gänseblümchen? Es sieht nicht so aus, ist aber ein recht robustes Pflänzchen. Beinahe das ganze Jahr über zeigt es seine Blüte. Nur in den harten Wintermonaten macht es eine Pause. Hauptblütezeit ist jedoch April bis Mai. Wenn sie nicht vom Rasenmäher bekämpft, von Kühen gefressen oder anderen Gefahren ausgesetzt werden, können die sogenannten Sonnentürchen bis zu 15 cm hoch wachsen. Gehen Sie bei Ihrem Rasenmäher doch einmal auf die Bremse. Wenn Sie die kleinen Blümchen auf dem Zierrasen stören, dann essen Sie sie doch auf. Ihre medizinischen Kräfte wirken gegen Glieder- und Muskelschmerzen, gegen Hautleiden, Schmerzen und Wunden. Außerdem fördern sie den Stoffwechsel. Das Brauchtum sagt, wer die ersten drei Blüten des Jahres mit dem Mund pflückt und isst, bleibt das ganze Jahr über von Krankheiten verschont. Ob's wirklich stimmt, das kann man ja selbst herausfinden. Wenn man die ersten drei Blüten verpasst hat, nicht schlimm. Sehr zu empfehlen ist ein Gänseblümchensalat. Hierzu legt man die gewaschenen Gänseliesel etwa eine Stunde in eine Marinade ein. Diese besteht aus 3 Esslöffel Öl, dem Saft einer halben Zitrone, Honig, Salz und Pfeffer. Das Ganze dann mit Gurken, Radieschen und gekochtem Ei vermischen. Fertig ist eine Schüssel voller Gesundheit. Das gebräuchlichste aller aus Gänseblümchen hergestellten Arzneien ist ein Tee. Die Herstellung ist fast zu einfach. 3 Teelöffel frische Gänseblümchenblüten mit 250 ml Wasser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen und über den Tag verteilt 2 bis 3 Tassen trinken. Wie bei vielen Heilkräutern sollte man nach 6 Wochen Daueranwendung eine Pause einlegen. Dadurch bleibt die erwünschte Gänseblümchenwirksamkeit erhalten und lässt nicht wegen Gewöhnung nach. Zum Schluss, hätten Sie es gewusst, Gänseblümchenkränze sollten früher kleine Mädchen davor bewahren, von Feen verschleppt zu werden. Liebe Zuschauer, das war's. Wir sind am Ende unserer Sendung. Schalten Sie nächste Woche wieder rein ins Kabeljournal. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne, hoffentlich bald etwas wärmere Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.